So, dann hoffe ich mal, dass das jetzt hier mal wieder technisch alles funktioniert. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Magdowski. Ich bin Senior Consultant of Educational Streaming an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. Habe heute wieder ein paar kleine Experimente vorbereitet und mitgebracht. Hoffe mal, dass das nachher alles technisch funktioniert. Wer diese Brille hier sieht, weiß, dass es nachher auch noch einen interaktiven Teil heute geben wird. Und ich benutze heute mal ausnahmsweise nicht meine eigene Kamera, sondern die, die hier im Hörsaal eingebaut ist, die sich durch diese nicht sehr benutzerfreundliche Fernbedienung steuern lässt. Deswegen werde ich sie heute auch nicht steuern. Fun Fact: Am Anfang, ich denke, warum funktioniert diese Kamera nicht? Es waren keine Batterien in der Fernbedienung. Aber freundliche Kollegen aus der Physik haben mir Batterien gegeben, sodass das hier irgendwie funktioniert. So, wie so häufig und wie so immer geht es mit einer kleinen Icebreaker-Frage los. Die lautet, passend zu meinem kleinen Wochenendurlaub in Hamburg, wo es viele Schiffe gibt, auf einer Skala von Schiffen, wie geht es dir heute? Schöne Grüße an den Kollegen Martin Hasenheuer, der das mal gebaut hat für mich. Und ich benutze heute mal ein neues Tool, Partizify. Hoffe, dass das funktioniert. Also es gibt einen QR-Code, wenn man auf diesen QR-Code draufklickt, das mache ich jetzt auch mal. Oder, also nicht, wenn man auf den QR-Code klickt, wenn man den QR-Code scannt, ich zeige ihn gleich nochmal, dann sollte man auf eine Seite kommen, die so aussieht. Ich zeige gleich nochmal, wie sie aussieht. Und ich gucke mal kurz in mein Preview hier, wie das so im Dingens aussieht. Im Stream. Hallo auch an die eine Person, die da zuschaut. Ja, sieht, glaube ich, ganz okay aus. Sollte so passen. Okay, also dann sollte man auf eine Seite kommen, die ungefähr so aussieht. Da gibt es auch ein Q&A. Da sind, glaube ich, noch alte Fragen drin. Von vor 10 Monaten sieht man, da kann man aber auch gerne noch neue Fragen hinzuschreiben. Muss ich mir mal merken, dass da vorhin schon 4 drin waren. Und es sollte dann Icebreaker geben. Und da kann man draufklicken. Auf was auch immer man sich heute zugehörig fühlt. Ich zeige diese Skizze nochmal. Und ich bin heute eigentlich entspannt vom Wochenende ganz gut drauf. Ich bin so eine 3 oder eine 4. Ich wähle mal die 4, ohne jemanden zu präjudizieren. Bin gespannt, was hier heute rauskommt. So, also ich bin in der studentischen Ansicht, klicke mal die 4, klicke auf Absenden. Und dann kann man das leider hier nicht so direkt irgendwie die Ergebnisse sehen, sondern man muss in die, ich glaube jedenfalls nicht, man muss in die Lehrkraftansicht und dann muss ich auf die Fragenserie, auf Icebreaker, muss auf Präsentieren gehen. Relativ viele Klicks, muss man mal sagen. Und dann sind ja auch noch irgendwelche anderen Fragen, die sonst ausgeblendet sind, aber sonst nicht. Und wenn ich Space drücke, dann sehe ich die Ergebnisse. Und wie man sieht, so einen richtig super krassen Favoriten gibt es nicht. Aber das H, das ist die Nummer 8. Auch, weiß nicht, irgendwie kleine Textbildschere hier in diesem Ding. Ich weiß nicht, warum man die Antwortmöglichkeit nicht direkt dran schreiben kann, aber egal, wahrscheinlich, weil da nicht genug Platz ist. Also die Nummer 8 gewinnt, das war aber, glaube ich, was relativ Desaströses, wenn ich mich erinnere. Oh ja, das ist. Naja, gut, es sind auch, wenn ich jetzt mal so durchzähle, 4, 8, 12, 16, 17, 18. Naja, also die 25 haben wir heute inklusive mir im Raum gerade so erreicht. Okay. So, wenn jetzt alle gerade mal schon mal ihr Handy draußen haben, ist das eine sehr gute Sache, weil ich würde dazu einladen, zu evaluieren, ein bisschen Rückmeldung zu geben. Die Evaluationstheorie sagt ja, dass man besonders viel Rückmeldung bekommt, wenn man das tatsächlich live synchron in einer Lehrveranstaltung macht. Deswegen würde ich jetzt einfach da ein bisschen Zeit für geben. Vielleicht spiele ich auch noch mal ein bisschen Musik im Hintergrund ein oder so, keine Ahnung. Und ja, werde dann den Link auch noch mal rumschicken übers Forum, sodass vielleicht die anderen, die heute hier nicht da sind, auch ganz gern noch daran teilnehmen können. Und bin jetzt wahrscheinlich auch einfach mal einen Moment still. Und wenn dann ich das Gefühl habe, dass alle das soweit ausgefüllt haben, dann könnt ihr mir ja auch gern ein Zeichen geben, dann geht es hier irgendwie weiter im Raum. Aber solange lasse ich mal diesen QR-Code hier stehen und keine Ahnung, mute mich mal selbst wahrscheinlich nochmal und spiele nochmal ein bisschen Musik ein.
We'll be right back.
So, wie sieht es denn aus bei euch? Gebt mir mal subtile Zeichen. Seid ihr soweit fertig? Wer fertig ist, hebt mal den Arm oder hebt mal die Hand. Das sind doch die allermeisten, würde ich sagen. Okay, fantastisch. Sehr gut, sehr gut. So, dann kann ich ja die Mucke hier im Hintergrund auch vermutlich wieder ausmachen. So, sehr schön. Also vielen Dank dafür. Link schicke ich nochmal rum. Wer jetzt schon mitgemacht hat, braucht, sollte, durfte, müsste natürlich nicht ein zweites Mal mitmachen. So, Thema dann für heute ist der Reinschwingkreis. Und ich habe ein paar Folien mitgebracht mit im Prinzip Sachen, die so auch im Buch und im Skript drin stehen. Letztendlich kann man sich da das auch selber ganz gut angucken, ist da meines Erachtens auch ganz gut erklärt. Ich mache jetzt trotzdem so ein bisschen betreutes Vorlesen und durchs Buch führen, einfach vielleicht um ein bisschen darauf hinzuweisen, was aus meiner Sicht wichtig ist und vielleicht was nicht so wichtig ist. Und wie gesagt, am Ende, ich habe ein bisschen, ich weiß nicht, ob meine Kamera hier noch läuft im Hintergrund. Ja, läuft sie. Ich habe ein bisschen Experimentier-Equipment mitgebracht. Da können wir nachher versuchen, einen Reinschwingkreis draus aufzubauen und ein paar Sachen, die wir uns jetzt so theoretisch anschauen, vielleicht auch am Ende mal zu messen und auszuprobieren. Okay, so, also, wie sieht so ein Reinschwingkreis aus? Wir brauchen auf jeden Fall zwei Elemente, in denen Energie gespeichert werden kann und in denen Energie auf unterschiedliche Art und Weise gespeichert werden kann, nämlich einmal im elektrischen Feld und einmal im magnetischen Feld. Und das ist ein Kondensator und das ist eine Spule. Und in der Spule, also wenn man echt eine Spule aufbaut, ist die ja aus Draht gewickelt, dann steckt meistens in der Spule schon mal irgendwie ein Widerstand drin. Ansonsten kann man in so einen Reinschwingkreis, das werde ich nachher bauen, sodass man eben explizit nur über den Widerstand mal die Spannung oder den Strom durch diesen Widerstand da messen kann. Kann man auch noch extra einen Widerstand reinbauen, aber der Widerstand ist meistens schon irgendwie in der Spule mit drin. So, und jetzt kann man das natürlich einfach irgendwie im Zeitbereich hinschreiben, die Schaltung und sagen, hier gibt es jetzt zeitabhängige Spannung und es gibt eine zeitabhängige Quellspannung und einen zeitabhängigen Strom und der soll sinusförmig sein. Und jetzt haben wir schon gelernt, okay, wenn wir das jetzt so weitermachen wollen würden, dann führt das hier irgendwie auf eine Differentialgleichung. Und wenn wir die jetzt lösen wollen, müssen wir eine Differentialgleichung lösen. Und weil da jetzt zwei unterschiedliche Speicherelemente drin sind, führt das auf eine Differentialgleichung zweiter Ordnung. Und Differentialgleichung zweiter Ordnung heißt so viel wie die Funktion an sich und die zweite Ableitung der Funktion, die müssen irgendwie gleich sein, damit das diese Differentialgleichung erfüllt. So, jetzt kann man schon mal so kurz in sich gehen und über seine mathematischen Grundlagen nachdenken außerhalb der Elektrotechnik und stellen fest, bei welcher Funktion ist das so, dass die Funktion und die zweite Ableitung der Funktion wieder gleich ist. Also, da höre ich was leise. Also bei welcher Funktion ist die Funktion und die erste Ableitung gleich? Bei einer E-Funktion? Ja, und okay, und wenn die erste Ableitung gleich ist, dann ist die zweite Ableitung natürlich auch wieder gleich eine E-Funktion. Also E-Funktion würde das auch irgendwie lösen. Aber bei welcher Funktion ist das noch so? Ich leite die ab, dann kommt was raus, was so ähnlich ist, aber doch irgendwie anders. Und wenn ich die nochmal ableite, kommt wieder das Gleiche raus. Ja? Sag mal nochmal. Nee, wenn ich einen Logarithmus ableite, kommt da meines Erachtens sowas wie 1 durch x raus. Und wenn ich 1 durch x nochmal ableite, kommt sowas wie 1 durch x Quadrat raus. Genau, Sinus und Cosinus. Also wenn man einen Sinus hat und ableitet, kommt ein Cosinus raus. Wenn man den Cosinus nochmal ableitet, kommt ein Minus Sinus raus. Ja, das ist das Gleiche, bloß mit umgekehrtem Vorzeichen. Und wenn ich den nochmal ableite, kommt wieder Minus Cosinus raus. Und wenn ich nochmal ableite, vierte Ableitung, kommt wieder genau das Gleiche raus wie vorher. Aber Sinus und Cosinus. So, und das heißt also, deswegen ist auch Sinus und Cosinus nachher die Lösung von dem, was hier passiert, im Normalfall noch exponentiell gedämpft, ne? Weil eben einfach Exponentialfunktionen und Sinusfunktionen oder Cosinusfunktionen die Lösung dieser Differentialgleichung zweiter Ordnung sind. So, und jetzt kann man das, also wenn man diese Differentialgleichung vermeiden will hier auf der Seite, ne, kann man das auch einfach direkt in den Bildbereich schreiben, im Frequenzbereich, und dann wird aus der Zeitableitung bei der Induktivität wird eine Multiplikation mit Alt Omega, hier wird eine Division durch Alt Omega, und aus unserer Zeitfunktion wird jetzt einfach ein komplexer Zeiger,
Und das ist jetzt hier ein, ich glaube, eigentlich müsste hier, glaube ich, auch noch ein Dach drüber sein, aber egal, das ist jetzt ein Effektivwertzeiger, den wir hier haben, ne? Weil hier nehmen wir irgendwie den Spitzenwert teilen, den durch Wurzel 2 kommt hier ein Effektivwert raus. Und der Zeiger hat auf jeden Fall einen Betrag, das ist das, was hier vorne steht, und hat einen Phasenwinkel, das, was da entsteht. Okay. So, und jetzt wollen wir eigentlich im Prinzip als erstes mal, weil das ist ja das Entscheidende, was hier passiert, wenn wir den kennen, dann können wir alles andere recht einfach ausrechnen. Wir wollen den Strom ausrechnen in dieser Schaltung. Ja? So, wie machen wir das jetzt? Schreiben wir einen Maschensatz auf. So, was sagt der Maschensatz an der Stelle? Summe von allen Spannungen in einem Umlauf muss irgendwie gleich sein oder Quellspannung muss genauso groß sein wie die Summe von den anderen Spannungen. Ja? Also die Quelle muss sein wie UR plus UL plus UC. So, was können wir als nächstes machen? Wir können da die Stromspannungsbeziehung einsetzen an den Bauelementen. Die Impedanzen, ja, dann steht da R mal I, J Omega L mal I, 1 durch J Omega C mal I. So, und im Prinzip sind wir jetzt ja schon fast fertig. Jetzt können wir irgendwie den Strom ausklammern und können sagen, das, was vor dem Strom steht, U ist irgendwas mal I, dann ist irgendwas ist die Impedanz, das ist die Impedanz von dem Kreis, die können wir nachher mal irgendwie versuchen zu messen. Und da steckt R, L und C drin, der Einfluss von R, L und C. Und jetzt kann man schon mal das J, diesen Imaginärteil hier so ein bisschen ausklammern. Und dann sieht man, okay, da gibt es so einen Term Omega L minus 1 durch Omega C. Da passiert schon mal im Prinzip was ganz Spannendes mit. Also wenn die Frequenz ganz klein ist, was passiert dann? Wenn wir uns das jetzt für verschiedene Frequenzen anschauen, wir gucken uns mal an, die Frequenz ist ganz klein. Also hier was Kleines mal L macht was Kleines, aber 1 durch Omega C, 1 durch was Kleines macht was Großes. Ja? So, also bei kleinen Frequenzen wird ganz eindeutig hier die Kapazität gewinnen. Ist auch irgendwie klar, wenn ich einen reinen Schwingkreis habe oder wenn ich diese Elemente in Reihe schalte, ne, durch eine Kapazität geht kein Gleichstrom durch. Der sperrt bei Gleichstrom. Also bei tiefen Frequenzen dominiert die Kapazität, kann kein Strom durch den reinen Schwingkreis fließen. So, jetzt können wir genauso gucken, bei hohen Frequenzen, wenn ich jetzt für Omega was Großes einsetze, dann hier hinten 1 durch was Großes ergibt was Kleines, aber hier vorne habe ich ja was Großes mal irgendwie L ergibt was Großes. Also bei hohen Frequenzen dominiert das Omega L, ja, weil eine Induktivität will ja immer, setzt sich immer per Induktionsgesetz dem Stromfluss entgegen. Also durch eine Induktivität kriege ich keinen Strom durch bei hohen Frequenzen. Dann sperrt die Induktivität. So, und jetzt kann man sich überlegen, jetzt gibt es so eine Frequenz dazwischen. Was passiert bei der Frequenz so in der Mitte? Genau, also es gibt irgendwie so eine Frequenz dazwischen, wo das Ding genauso groß ist wie das. Und dann heben die sich beide genau gegenseitig auf und dann steht da hinten eine Null in der Klammer. Und dann bleibt als Impedanz von diesem reinen Schwingkreis nur das R über, dann wird das praktisch minimal. Dann wird die Impedanz sehr, sehr klein oder eben so klein, wie dieser Widerstand ist. So, und naja, dann können wir eben das in Richtung Strom umstellen, dann steht da einfach Spannung durch die Impedanz und dann kommt da diese Formel bei raus und dann kann man sich eben überlegen, okay, ne, bei tiefen Frequenzen war ja das hier hinten sehr groß, dieser Teil hier bei sehr hohen Frequenzen war das sehr groß, dann wird der Strom jeweils sehr klein, weil ich eins durch was Großes oder irgendwas durch was Großes habe, und wenn der Term hier genau bei dieser Resonanzfrequenz sozusagen 0 wird, dann habe ich nur UQ durch R. R ist relativ klein, dann kommt da eben großer Strom raus. Also bei dieser Resonanzfrequenz hat die Impedanz ein Minimum und der Strom wird dann maximal. So ist so die Idee. So, und jetzt kann man den Strom sich darstellen als Betragsfrequenzgang. Ja, ich nehme einfach den Betrag von dieser Formel, dann kommt da das bei raus. Einfach hier Satz des Pythagoras draufgeworfen. Und man kann sich den Phasenfrequenzgang anschauen, indem man einfach guckt, okay, die Phase von dem Strom ergibt sich aus Phase der Quelle minus Phase von der Impedanz. Und dann, ja, wenn ich das wissen will, nehme ich die Arcus-Tangens-Formel, Imaginärteil durch Realteil, und schreibe den Imaginärteil oben hin und durch den Realteil. Und dann sollte da
diese Formel bei rauskommen. So, und jetzt kann man das mal plotten und stellt fest, okay, das sieht dann ungefähr so aus. Ja, also bei tiefen Frequenzen ist der Strom klein, weil da sperrt der Kondensator, kommt kein Strom durch, kein Gleichstrom durch den Kondensator. Bei hohen Frequenzen sperrt die Induktivität, begrenzt den Strom, auch wenn der Kondensator super gut leitet oder wenn hier die Spule super gut leitet, irgendwas sperrt dann. Und dann gibt es diese Resonanzfrequenz dazwischen, wo die Impedanz eben minimal wird, der Strom maximal wird. So, und die nennt man dann eben auch, hier ist das jetzt, könnte man auch mit einer Frequenzachse hinschreiben, hier ist das mit Omega hingeschrieben, die nennt man jetzt eben Resonanzfrequenz, Resonanzkreisfrequenz. Und das ist die, wo so ein Extremwert auftritt, also wo der Strom maximal wird oder wo die Impedanz minimal wird. Oder wenn man jetzt einen anderen Schwingkreis hat, kann das natürlich auch andersrum sein. Da kann auch der Strom minimal werden und die Impedanz maximal. Bei einem Parallelschwingkreis wäre das zum Beispiel so. Aber diese Resonanzfrequenz ist die, wo irgendwas maximal minimal wird, wo es so einen Extrempunkt gibt. Ja, und so ganz allgemein in der Physik, Resonanz, wenn man mal als Ingenieur, Ingenieurin oder so Halbphysiker gefragt wird, was sind Resonanz? Na, Resonanz ist dann, wenn so die Anregungsfrequenz und praktisch die Eigenfrequenz von so einem Schwingkreis übereinstimmen, ne, und dann irgendwie eben Amplitude der Schwingung maximal wird. Das ist diese Resonanz. Und die lässt sich hier ausrechnen, ne, wenn man das mal vorher umstellt, was wir hier hatten. Also das hier, wenn ich das sozusagen zu Null setze und das einfach nach Omega umstelle, dann kommt da Omega ist Wurzel 1 durch LC raus. So, das kann man schon mal merken. Das ist schon mal eine wichtige Formel, die kann man schon mal im Kopf behalten. So, und der, dieser Phasenfrequenzgang, der sieht eben so aus. Ja, also Phasenwinkel des Stromes minus Phasenwinkel der Spannung. Bei tiefen Frequenzen ist das Pi halbe. Warum ist das Pi halbe? Und nicht minus Pi halbe zum Beispiel? Ja, sag mal. Was dominiert bei tiefen Frequenzen die Impedanz? Wo fällt die größte Spannung drüber ab in diesem Reinschwingkreis? Über der Kapazität, weil die Kapazität sperrt ja bei tiefen Frequenzen, ja, da kommt ja kein Gleichstrom durch. So, und was gilt für Strom und Spannung und so an der Kapazität? Gibt diesen, ja. Genau, also der Strom eilt vor. Ja? Es gibt diesen schönen Spruch, der eigentlich total hirnlos ist, weil man den auch genauso andersrum sagen kann. Also an Induktivitäten Ströme sich verspäten. Man könnte auch genau sagen, an Kapazitäten Ströme sich verspäten. Nein, nein, das heißt aber, an Induktivitäten Ströme sich verspäten. Also an der Induktivität eilt der Strom nach. Ja? Da kommt der Strom später. Deswegen hier bei hohen Frequenzen dominiert ja die Induktivität. Da eilt der Strom nach. Und bei tiefen Frequenzen dominiert die Kapazität, da eilt der Strom vor, an Kapazitätenspannungen sich verspäten, wenn man so will. Ja, und genau bei dieser Resonanzstelle, da heben sich Induktivität und Kapazität genau gegenseitig auf, sodass der Phasenwinkel 0 wird. Also obwohl da in dem Schwingkreis L und C drin sind, ja, sieht das von außen so aus, wie wenn da nur ein Widerstand ist, weil sich L und C genau gegenseitig kompensieren und aufheben. Und weil der Phasengang da eine Nullstelle hat. Was jetzt im Prinzip zufälligerweise auch bei dieser Resonanzfrequenz stattfindet, weil das eben so ein idealer Reihenschwingkreis ist. So, diese Frequenz, wo der Phasengang oder Phasenfrequenzgang oder wo der Phasenwinkel solche Nullstelle hat, die nennt man auch Kompensationsfrequenz. Kreisfrequenz, ja, weil sich da der induktive und kapazitive Anteil in der Impedanz kompensieren. Und also ne, vorher Resonanzkreisfrequenz, da gab es so ein Maximum, da gab es einen Extremwert. Wie würde man ganz allgemein so einen Extremwert ausrechnen? Hier das, was hier passiert, ein Minimum oder ein Maximum? Ableitung, richtig? Ja, also wir würden jetzt irgendwie die Amplitude nehmen, würden die über der Frequenz ableiten, gucken, wo hat die Ableitung eine Nullstelle.
Da könnte es ein Minimum oder Maximum geben, könnte auch gerade so einen Sattelpunkt geben, was wäre aber irgendwie relativ unwahrscheinlich. Müsste man nochmal vielleicht die zweite Ableitung angucken oder sich das ein bisschen anschauen. So, aber um diese Resonanzkreisfrequenz auszurechnen, müsste man eine Ableitung ausrechnen. Macht Ableitung ausrechnen Spaß? Nicht so wirklich. Sehe ein paar Kopfschütteln, ja, so. Und ich meine, hier ist das schon mal irgendwie ein bisschen schöner, weil was muss ich hier ausrechnen? Muss ich einfach eine Nullstelle ausrechnen. Ja, da, wo wird der Phasenwinkel 0? Ja, oder wo wird der Imaginärteil 0? Weil wenn der Phasenwinkel 0 wird, muss ja der Imaginärteil 0 sein. Das ist schon mal total, ist schon mal viel einfacher auszurechnen. So, deswegen für so allgemeine Schwingkreise, die nicht rein Schwingkreis, Parallelschwingkreis und irgendwas anderes sind, wo R, L und C irgendwie andersartig zusammengeschaltet sind, ist das meistens einfacher auszurechnen. Und dann kann man sagen, naja, so ungefähr wird das ja trotzdem in der Nähe liegen. Ja, auch wenn das nicht exakt die Lösung ist, ist das meistens schon mal ein ganz guter Ansatz. So, hier beim Resonanz, beim idealen Reihenschwingkreis kommt da zufälligerweise genau das Gleiche raus. Ist aber sozusagen Zufall. So, jetzt kann man das natürlich, wenn man möchte, auch mal im MATLAB ausrechnen. Ich nehme jetzt nicht MATLAB, weil MATLAB hier meinen Rechner garantiert spätestens jetzt total in die Knie zwingt. Ich nehme einfach mal Octave und mache das mal so auf. Und jetzt können wir ja schon mal irgendwie, also jetzt wollen wir das natürlich für verschiedene Frequenzen ausrechnen, brauchen wir irgendwie ein paar Frequenzen. Jetzt nehme ich mal so einen logarithmisch gestuften Vektor-Log-Space zwischen vielleicht irgendwie 100 Hertz und 100 Kilohertz und mit 1000 Frequenzpunkten, das sollte mehr als genügen. So, und jetzt nehme ich mal, ups, warum funktioniert es nicht? Ach so, weil ich hier irgendwie Klammern vergessen habe. So, also hier muss natürlich auch nochmal ein Log 10 hin. So, also können wir mal reingucken. Ne? Erste Frequenz sind jetzt 100 Hertz, letzte Frequenz sind 100 Kilohertz und insgesamt kann man hier irgendwo sehen, haben wir jetzt 1000 Frequenzen. So, jetzt brauche ich natürlich mal ein paar Werte für R, L und C. Jetzt nehme ich die schon so, wie die in meinem Experiment sind. Also R sind 77 Ohm, glaube ich. C sind 100 Nanofarad. Nano sind 10 hoch minus 9, sehr richtig. So, und L sind 10 Millihenry, Milli sind 10 hoch minus 3. So, und jetzt brauche ich ein Omega. Wie kriege ich das Omega ausgerechnet? 2 mal Pi mal F. Und ich mache mal die Ausgabe weg. Na, jetzt sollte man irgendwo hier sehen, wir haben auch 1000 Werte für das Omega bekommen. So, und jetzt kann ich ja direkt mal versuchen, diese Impedanz hinzuschreiben. Also das war R plus J mal Omega mal L plus 1 durch J mal Omega mal C. So, wer hat schon mal sich mit MATLAB beschäftigt oder mit Octave? Wird das so funktionieren? Wird das so nicht funktionieren? Eigentlich sollte das ja so funktionieren. Ist ja einfach die Formel richtig. Ich kann ja mal gucken. Ah, sagt er, ihr geht irgendwie nicht. Also irgendwas gibt es mit dem Durchzeichen hier, Non-Conformant Arguments. Also der erste Operand ist ein Skalar, der zweite Operand ist ein Vektor. Man kann nicht durch einen Vektor teilen. Irgendwie blöd. Wie kriegen wir jetzt dieses Problem aufgelöst? Ja, aber wir wollen ja nicht den Betrag eigentlich noch nicht ausrechnen, das kommt erst später. Sag mal nochmal lauter. Ja, aber wir wollen ja schon durchrechnen. Also ich meine, die Impedanz von der Kapazität ist ja schon in der Folie auch irgendwie relativ eindeutig zu sehen. Also ne, irgendwo haben wir hier ein 1 durch J Omega C. Ich habe jetzt hier einfach diese Formel hier hingeschrieben. So, naja, und ich meine, das Rätsel ist Lösung ist, und das ist so, warum man dann mal sich auch mal im Detail mit MATLAB beschäftigen muss, ne? Wegen Garbage in, Garbage out. Ich meine, irgendwie eine Formel abschreiben kann jeder. Man muss auch die Formel auch richtig abschreiben. Das ist jetzt der entscheidende Punkt, ja. Und also an dieser Stelle, wir wollen ja nicht durch einen Vektor rechnen hier, sondern wir wollen elementweise durch jedes Element von diesem Vektor rechnen. Und das geht mit einem Punkt.
durch. Ne? Also kleiner, aber feiner Unterschied. So, das geht jetzt auf einmal. Und jetzt sieht man, okay, für die Impedanzen auch 1000 Werte rausgekommen. Ne? Wir haben 1000 Frequenzen reingegeben, haben auch 1000 Frequenzen rausbekommen. So, jetzt brauche ich noch irgendwie eine Quellspannung. UQ, die setze ich mal einfach auf 1 Volt. Und jetzt kann ich einen Strom ausrechnen. I ist UQ durch Z. Und damit das funktioniert, probiere es erstmal ohne. Und dann sagt er, jetzt geht das wieder nicht, weil, na klar, das Z hier, das ist ja auch wieder ein Vektor. Ich will nur elementweise durch diesen Vektor teilen, kommt da das bei raus. So, und jetzt habe ich hier irgendwo, kann man sehen, 1000 Werte für den Strom bekommen. Und jetzt kann ich das natürlich mal plotten. Also ich mache mal Plot Frequenz und ich mache mal einfach direkt den Strom. So, und jetzt, ich glaube, Octave meckert nicht. Das plottet das jetzt einfach so. Da kommt auch schon mal was raus, was gar nicht so blöd aussieht. Ist aber trotzdem falsch, weil wenn ich jetzt mal in den Strom reingucke, oder hier steht es ja auch, der ist komplexwertig. Ja, und ich, also das, was Octave jetzt eigentlich plottet, ist einfach nur den Realteil von dem Strom, was nicht so wahnsinnig sinnvoll ist. Wir wollen ja vielleicht eigentlich den Betrag haben und die Phase einzeln. MATLAB würde jetzt meckern an der Stelle und würde sagen, ich habe jetzt mal hier nur den Realteil geplottet. Octave ist da so ein bisschen stiller. So, und jetzt mache ich mal Betrag, ne, mit ABS, Absolute Value. Und dann sieht die Kurve gar nicht so wahnsinnig viel anders aus. Und damit die jetzt noch ein bisschen schöner ist, mache ich das Gleiche nochmal, aber mit logarithmisch skalierten Achsen. Log, log. Und dann kommt da dieses Diagramm bei raus. Die Zahlen sind absurd klein, frag mich nicht warum. Das ist irgendwie in Octave so. Vielleicht müsste ich mal eine neue, obwohl ich habe auf einem anderen Rechner schon eine neue Version installiert. Da sind die Zahlen auch nicht viel größer. Vielleicht liegt das in der Full-HD-Auflösung. No one knows. Jetzt müsste man eigentlich noch die Achsen beschriften, sagen, das hier ist Frequenz, das ist jetzt Amplitude des Stromes, können wir uns jetzt so für den Moment hier denken. Ja? So. Aber wir sehen, also bei tiefen Frequenzen Strom klein, Strom steigt an, weil die Kapazität immer leitender wird. Dann gibt es dieses Maximum, dann gibt es diese Resonanz und dann bei hohen Frequenzen sinkt der Strom wieder ab, proportional zur Frequenz, weil die Induktivität immer mehr sperrt. So, das ist der Betragsfrequenzgang. Ja, jetzt könnten wir noch, wenn wir wollten, mal hier diese Formel hier reinhacken und würden aber feststellen, die würde jetzt genau das Gleiche machen. Wer das möchte, kann das ja mal im Nachgang tun. Und genauso können wir uns jetzt mal, also es sieht auf jeden Fall aus wie das, was hier auch so geplottet ist. Ne? Wenn ich das jetzt mal so hier im Vergleich zeige, kommt das ganz gut hin. Ich bin mir nicht so sicher, wie sie hier, wie in dem anderen Ding die Achsen skaliert sind, könnte sein, dass das hier einfach nicht logarithmisch ist. So, und dann können wir noch Phasenfrequenzgang machen. Wie kriegen wir die Phase hin von der komplexen Zahl in Octave oder MATLAB? Wird schon mal mit komplexen Zahlen in MATLAB gerechnet? Man sollte als angehende Elektroingenieurin unbedingt mit komplexen Zahlen in MATLAB rechnen. So, also wenn ABS der Betrag ist, was könnte einem den Phasenwinkel geben? Ja, Arcus Tangens, also ich könnte da jetzt sowas hinschreiben wie Arcus Tangens von dem Imaginärteil durch den Realteil von I. Ja, das müsste jetzt, hoffentlich habe ich hier noch Klammern. Und jetzt will ich das, irgendwie scheinbar fehlt noch eine Klammer, oder ich habe jetzt Octave gekillt. Ich glaube, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Da fehlt jetzt natürlich auch wieder ein... Also erstmal, wenn ich das jetzt so mache, müsste hier wieder so ein Punkt hin. Ne? So, und jetzt müssen wir mal gucken, ob hier, also das hier geht die Klammer zu, hier geht die von dem Arcus-Tangen zu, hier geht die vom Plotten zu. Und jetzt will ich das ja nur als Semi-Log-X-Plotten, nur mit logarithmisch skalierter Frequenzachse. Und dann sieht das schon mal ungefähr so aus. Ja, und jetzt... können wir uns das mal kurz merken. Jetzt kann ich das natürlich auch mal noch ein bisschen schöner vielleicht machen und nehme einfach direkt nur den Strom.
und werfe den in eine Face-Funktion rein. Ah ja, und dann sagt er mir, Face gibt es nicht. Ich glaube, das gibt es nur in MATLAB. Aber was heißt Winkel auf Englisch? Engel. Und dann kommt da genau das Gleiche raus. Ja, also ABS gibt einem den Betrag, Face gibt einem den Phasenwinkel. So, und genau wie wir das jetzt in MATLAB gemacht haben, könnte man, wenn man jetzt wollte, das mal noch irgendwie in LTSpice machen. Wer hat schon mal mit LTSpice simuliert, Hände hoch? Irgendwie so ein paar. Wer hat schon mal Resonanzkreise in LTSpice simuliert? Keiner? Na gut, dann können wir das ja auch mal machen kurz. Es dauert ja nicht so wahnsinnig lang. Also hier neues Schaltbild anfangen. Jetzt brauchen wir natürlich erstmal eine Spannungsquelle. Die finden wir unter Component und dann heißt die Voltage. Und sieht natürlich so aus wie eine Spannungsquelle. Und jetzt brauchen wir die drei Grundbauelemente. Wir brauchen einen Widerstand. Wir brauchen eine Kapazität. Und wir brauchen eine Induktivität. Und wir brauchen noch eine Masse, die packe ich hier unten hin. Und jetzt nehmen wir dieses Wire-Tool. Ups, das war mit der Maus ein bisschen daneben geklickt. Verdrahten das jetzt alles einmal schön zusammen. Wenn man das verdrahtet, stellt man fest, diese Lötpunkte oder diese Lötpads, die verschwinden dann. Oder die sollten verschwinden, wenn man das richtig angeschlossen hat und zum Beispiel hier unten entsteht so ein Knotenpunkt. Jetzt brauchen wir hier noch Bauelementwerte. Der Widerstand, das waren 77 Ohm, wenn ich das richtig im Kopf habe. C waren 100 Nanofarad, da kann man einfach 100 N schreiben. Das ist nicht so ganz SI-konform, weil man natürlich eigentlich die Einheit mitnehmen sollte. Und 10 M sind eben 10 Milli. Und der Spannungsquelle, hier würde man jetzt eine Gleichspannung einstellen. Jetzt wollen wir natürlich eine Wechselspannung haben. Da klicken wir auf Advanced und stellen die bei AC ein. 1 Volt als Amplitude. Ich schiebe das mal noch ein bisschen hoch, dass das hier ein bisschen hübscher aussieht. So, und jetzt können wir eigentlich damit schon simulieren und stellen mal ein nicht transient. Wir wollen nicht im Zeitbereich simulieren, sondern wir wollen im Frequenzbereich simulieren mit jetzt genau den gleichen Sachen, die wir vorher hatten. Wir nehmen ein dekadischen Sweep, nehmen irgendwie vielleicht sowas wie 100 Punkte pro Dekade. Ne, in Octave haben wir jetzt ein paar mehr genommen, da hatten wir ja drei Dekaden, haben 1000 Punkte genommen. Also kann ich ja auch, nehme ich mal 300, das kommt dann so ungefähr hin, das macht ungefähr 900. Von 100 Hertz bis 100 Kilohertz. Okay, Feuer frei. Und jetzt kann man sich schon hier mit dieser kleinen Stromzange den Strom anschauen, der hier durchfließt, zum Beispiel durch den Widerstand. Und dann sehen wir, wir kriegen genau die gleiche Kurve wie vorher, kriegen so einen schönen Betragsfrequenzgang und einen Phasenfrequenzgang, sehen diese Resonanzstelle. Jetzt können wir hier auch mal draufklicken und da so einen Marker drauflegen. Ja, und stellen fest, naja, das ist hier irgendwo hier unten, so sieht man jetzt die Frequenz. Sehr klein, war hier ein bisschen größer, ne? Das ist so um die 5 Kilohertz irgendwo so ringsherum. Also da ist ja der Phasenwinkel noch nicht genau 0, wahrscheinlich müsste ich jetzt noch ein bisschen zur Seite gehen. So ungefähr da. Bei 5 Kilohertz so ungefähr sollte man hier diese Resonanzstelle haben. So, sehr schön. Also so sagt das uns jetzt auch LTSpice. Und jetzt können wir nochmal, wenn wir die Achse hier mal logarithmisch skalieren, sehen wir auch, das sind jetzt irgendwie 13 Milliampere, die man da maximal hatte. Und diese 13 Milliampere maximal, wenn ich jetzt mal den Maximalwert vom Betrag des Stromes abfrage in Octave, dann kommen da auch 12,9 irgendwas Milliampere raus. Oder 13 Milliampere. So, soweit so schön, soweit so gut, das ist fantastisch. So, also jetzt können wir noch so ein bisschen über diese Resonanzphänomene sprechen. Also Gesamtimpedanz haben wir schon aufgeschrieben. Ja. Jetzt kann man mal J Omega einfach durch ein X substituieren und mal praktisch die Nullstelle ausrechnen. Wann wird denn die Impedanz 0?
So, und also wir setzen einfach für J Omega X ein und dann, also das ist natürlich jetzt eigentlich irgendwie ein komplexes X und dann wenden wir da die ganz normale PQ-Formel drauf an, ja, und stellen das sozusagen am oben nach 0 und lösen das mit Hilfe der Lösungsformel. So, und dann kommt da das bei raus. Also das wären die Nullstellen von der Impedanz. Und jetzt kann man sich im Prinzip so ein paar verschiedene Fälle anschauen, nämlich einmal, dass diese Wurzel negativ ist, ja, weil das hier hinten irgendwie größer wird als das hier vorne, also der Widerstand ist sehr klein, das hier hinten wird größer, dann ist die ganze Wurzel negativ. Dann kann natürlich auch passieren, die Wurzel wird genau 0, weil sich diese Werte genau gegenseitig aufheben, oder die Wurzel ist positiv. So, also machen wir mal, wenn der Widerstand 0 ist, wenn wir einen verlustlosen Schwingkreis hätten, ne, dann würde das hier wegfallen, der Term auch wegfallen, dann erhält man einfach rein imaginäre Lösung und da steckt dann die schon Prinzip vorher berechnete Resonanzfrequenz drin und das wäre dann die sogenannte Kennkreisfrequenz, das ist die Eigenfrequenz des dämpfungsfreien Schwingkreises. Ist mehr auch so eine Rechenhilfsgröße, ist nicht wahnsinnig physikalisch, weil natürlich in der Praxis jeder Schwingkreis irgendwie eine Dämpfung hat. Ja, aber kann man erstmal irgendwie so hinnehmen. So, ist auch wieder dieses 1 durch Wurzel LC. Letztendlich ist das hier immer das Gleiche, weil wir einen reinen Schwingkreis haben. In der Praxis kann das schon mal was, also mit anderen Schwingkreisen kann das schon mal was Unterschiedliches sein. So, dann haben wir diesen Fall, also R ist irgendwie nicht so wahnsinnig groß, dieses 1 durch LC da ist, oder das LC ist größer, ne? Also, dass der Ausdruck unter der Wurzel negativ ist, dann kommt das bei raus. Also, das x hat einen negativen Realteil. Ja, das ist erstmal so eine rein mathematische Lösung. Kann man die mal irgendwie so ein bisschen in eine komplexe Rechnung einsetzen und stellt fest, okay, dann steht da in der E-Funktion irgendwie sowas. Und jetzt gibt es so ein schönes Potenzgesetz. Potenzen werden multipliziert, indem man die Exponenten addiert. Also hier findet ja sowas wie eine Addition dieser Exponenten statt. Also kann ich das umschreiben in eine Multiplikation der E-Funktion. So, und dann habe ich eine E-Funktion, die ist rein reell im Exponenten. Und ich habe eine zweite E-Funktion, die ist imaginär am Exponenten. Und E-Funktion mit reellem, mit reellem Teil macht was? Die macht reine Dämpfung und das hier hinten ist rein imaginär, das macht sozusagen reine Schwingung. Ja? Dämpfung und Schwingung und dann kommt da so eine Frequenz raus. Da steckt das 1 durch LC drin, aber sozusagen so ein Störterm, so ein Störfaktor aufgrund des Widerstandes. Und wenn der Widerstand ganz klein wird, ganz null wird, dann kommt da natürlich einfach wieder 1 durch Wurzel LC raus. So, das ist die Eigenfrequenz des gedämpften Schwingkreises, die tritt dann auf, wenn ich den irgendwie anrege. Dann schwingt der, dann schalte ich die Anregung aus, dann schwingt der alleine aus. Das ist sozusagen das, was da rauskommt. So, und dann gibt es noch einen dritten Fall, ne, wenn diese Wurzel eben, also wenn der Ausdruck in der Wurzel positiv ist, dann gibt es überhaupt gar keine Schwingung. Dann ist das sieht es zwar aus wie ein Schwingkreis, aber verhält sich nicht wie ein Schwingkreis. Dann ist ja zu stark gedämpft. Ja, es ist so, wie wenn ich ein Pendel hätte, und das Pendel ist irgendwie ein Wasser oder sowas, ich lasse das los und das Pendel schwingt einmal nach unten und macht gar nichts, fängt nicht an zu pendeln, dann ist die Dämpfung einfach zu groß an der Stelle. So, und jetzt gibt es noch so ein paar Parameter, die man sich anschauen kann. Also es gibt sogenannte 45-Grad-Frequenzen, die sind eben dann, wenn die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung 45 Grad ist. So, wenn die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung 45 Grad ist oder wenn der Phasenwinkel der Impedanz 45 Grad ist, was gilt dann für Real- und Imaginärteil der Impedanz? Ich habe jetzt so ein Zeigerbild, ja, ich mache mal kurz meine Kamera auf Vollbild.
ich habe so 45 Grad, ja, die Impedanz hat jetzt einen 45 Grad Winkel. Hier unten, das ist der Realteil, das ist der Imaginärteil. Was gilt bei 45 Grad? Die sind gleich groß, genau. Und das können wir auch als Ansatz nehmen, ja, können im Prinzip sagen, hier Realteil und Imaginärteil. Also das war ja der Realteil der Impedanz, das ist der Imaginärteil der Impedanz, die müssen jetzt gleich groß sein. Dann kommt da wieder eine quadratische Gleichung raus, dann können wir die nach diesen 45 Grad Frequenzen auflösen. Aus dieser quadratischen Gleichung kommen zwei Lösungen raus. Da steckt wieder sowas drin, was wir gerade vorher irgendwie auch schon so ein bisschen gesehen haben. Ja, was mit 1 durch LC und dem Widerstand und so weiter. Okay, so, jetzt hat man diese, und dann gibt es eine Frage. Also die 45 Grad Frequenzen und diese Formel hier, die könnte man mal irgendwo zu stehen haben. Letztendlich, das ist ja hier so ein bisschen, also mit einem Taschenrechner kriegt man es auch schon ausgerechnet, es ist eher die Schwierigkeit, sich diese Formel zu merken. Das ist so die exakte Formel. Es gibt auch noch eine einfache Variante, diese 45 Grad Frequenzen auszurechnen, da kommen wir gleich drauf. Ja. So, also auf jeden Fall gibt es diese zwei 45 Grad Frequenzen, die wären jetzt, ja, die würde ich jetzt hier finden, indem ich wieder mein Cursor hier nehme und mit dem Cursor jetzt hier so lang fahre, jetzt war ich schon viel zu weit, also irgendwo hier so, ne, wo ist hier der, hier ist ungefähr der Phasenwinkel 45 Grad, da bin ich bei 4,4 Kilohertz und dann könnte ich noch die andere 45 Grad Frequenz suchen, die wäre auf der anderen Seite. Ja, aber das sind diese 45 Grad Frequenzen. So, jetzt ist die Idee dieser 45 Grad Frequenzen, die zu nutzen und eine Bandbreite zu definieren. Also ich kann einfach die Differenz von diesen 45 Grad Frequenzen nehmen und nenne das Bandbreite. Und das wäre eine absolute Bandbreite, weil die hat jetzt ja die Einheit, was für eine Einheit hat diese Resonanzkreisfrequenz? Was für eine Einheit hat das Omega? Ja, oder 1 durch Sekunde. Ja. Und dann kommt hier natürlich auch 1 durch Sekunde raus. So. Und jetzt kann man dann diese Formeln einsetzen für die 45 Grad Frequenzen. Dann addiert sich genau diese komplizierte Wurzel dazu 0. Und dann ist was Schönes passiert. Jetzt kommt was Einfaches bei raus. Nämlich einfach R durch L in dem Fall. So, also das gibt uns eine absolute Bandbreite. Jetzt ist die nächste Idee, die hat ja jetzt auch die Einheit 1 durch Sekunde. Ja, weil der Widerstand hat die Einheit Ohm, das L hat die Einheit Henry, das sind Volt pro Sekunde, Volt pro Ampere, das sind Volt Sekunden pro Ampere, da kürzen wir genau die Volt in Ampere weg, bleibt 1 durch Sekunde über. So. Und jetzt nehmen wir diese Bandbreite, also so sieht die Kurve aus, ne, die haben wir uns jetzt auch irgendwie gerade angeschaut, schon in LTSpice. Jetzt nehmen wir diese absolute Bandbreite und beziehen die auf die Resonanzkreisfrequenz. Ne? Das hat jetzt die Einheit 1 durch Sekunde, das hat die Einheit 1 durch Sekunde. Setzen das ein, vereinfachen das so ein bisschen und dann kommt da das bei raus. Und das ist jetzt, auch wenn das nicht direkt so aussieht, das ist jetzt was Einheitenloses. Das ist einfach eine Zahl, die da rauskommt. Das nennen wir relative Bandbreite. Und das sagt sozusagen, wie schmal oder wie breit diese Kurve ist. Ja? Wenn ich jetzt mal hier in meinem LTSpice mal einen deutlich kleineren Widerstand nehme, also ich nehme mal nicht 77 Ohm, sondern 0,77 Ohm und lasse nochmal neu simulieren, dann sieht man, dann wird das viel, viel steiler hier, die Resonanz. Ja? Und dann wird der Phasensprung hier, der wird viel, viel kürzer. Also jetzt habe ich eine viel kleinere absolute und auch natürlich eine viel kleinere relative Bandbreite. Ich gehe mal wieder zurück, bevor ich das vergesse, wieder zu ändern. Also ich gehe mal wieder zurück auf 77. Ja, also größerer Widerstand macht eine größere relative Bandbreite, kleinerer Widerstand macht eine kleinere relative Bandbreite. So, jetzt möchte man eben Schwingkreise oft gern nehmen, so als frequenzselektive Schaltung, also als sowas wie so ein Filter. Bestimmte Frequenzen sollen durchgehen durch eine Schaltung und andere Frequenzen sollen abgeblockt werden. Und wenn jetzt so ein Schwingkreis eine kleine Bandbreite hat, dann ist das einfach ein guter Schwingkreis.
Ja, dann ist der sehr frequenzselektiv. Manche Frequenzen gehen durch, also bestimmte Frequenzen gehen durch und andere Frequenzen werden abgeblockt. Und es gibt eine sehr scharfe Grenze zwischen dem, was durchgeht und was abgeblockt wird. Das macht einen guten Schwingkreis, einen Schwingkreis, der eine hohe Güte hat. So, und deswegen nennt man das Güte, ja, und das ist einfach das Umgedrehte von der relativen Bandbreite, einfach das Reziproke davon. So, und dann stellen wir einfach die Formel um, dann kommt da das bei raus. 1 durch R mal Wurzel LC. So, und jetzt, also das sind so die wichtigsten Parameter, die man wissen muss. Es gibt noch ein paar mehr, Verstimmung, steht alles im Skript, kann man sich angucken. Aber ich sag mal so, irgendwie Resonanzfrequenz, Bandbreite, absolute und relative und Güte. Das ist so das, was man auf jeden Fall irgendwie mal wissen sollte und ausrechnen können sollte und wo man so ungefähr so grob die Formeln im Kopf hat. Also zumindest so, wenn ich den Widerstand größer mache, was passiert dann jeweils, ne? Oder kleiner mache. So, und jetzt kann man noch ein bisschen auf die Energien schauen, wenn man möchte, und kann einfach sagen, die maximale Energie, die man in der Kapazität hat, ja, ist ja sowas wie U² mal C halbe. Und jetzt kann ich das genauso für die Induktivität aufschreiben. Was ist Energie in der Induktivität? Genau, das gleiche mit L halbe und I². Und jetzt kann man für den Strom auch einsetzen, das ist ja einfach U durch Omega L, ja, also UL durch Omega L, kriegt man den Strom raus, kann das da irgendwie einsetzen. Und jetzt kann man mal als Frequenz die Resonanzfrequenz einsetzen, dann kommt für die Energie in der Kapazität das raus. Und jetzt kann man das Gleiche noch mit der Induktivität machen und das alles einsetzen. Stellt mal fest, da kommt genau das Gleiche raus. Das sollte ja irgendwie auch so sein, so ein bisschen, naja, weil warum ist das so? Ja, weil wir ja mal ganz am Anfang gesagt haben, wir brauchen diese zwei unterschiedlichen Energiespeicherelemente und das, was in dem Schwingkreis passiert, ist, dass die ganze Zeit Energie zwischen der Induktivität und der Kapazität hin und her pendelt. Ja, und deshalb sind diese Energien dann bei Resonanz auch gleich groß. Und wenn man sich das jetzt so anguckt, was da passiert, also Strom, mal, wie ist das jetzt zu interpretieren? Genau, an Kapazitätenspannungen sich verspäten, also das ist der Strom, demgegenüber eilt die Spannung an der Kapazität nach. Ja, aber hier, wenn der Strom maximal wird, ist die Energie in der Induktivität maximal und wenn die Spannung maximal wird, ist die Energie in der Kapazität maximal und diese Energien pendeln die ganze Zeit im Prinzip hin und her. Genau das Gleiche wie... Ich habe jetzt kein schönes Pendel hier, ich will das Kabel von meinem Laptop nicht abmachen. Aber wir stellen uns vor, wir hätten ein Pendel. Habe ich nicht doch irgendwas, was pendelt? Ja, hier das hier, das geht so einigermaßen. Ja, es ist nicht sehr geil, aber es geht so. Ja, also stellen uns vor, wir hätten ein Pendel und ich lasse, und hier oben hat das jetzt nur potenzielle Energie. Und jetzt lasse ich das los. Dann schwingt es runter, wandelt die potenzielle Energie um in kinetische Energie. Unten hat es nur kinetische Energie, keine potenzielle Energie. Und dann schwingt es wieder hoch, wandelt die kinetische Energie wieder um in potenzielle Energie und schwingt die ganze Zeit hin und her. Wenn, ja, und jetzt muss ich, weil das hier so ein bisschen gedämpft ist, das immer mal ein bisschen anschwingen, damit es eben schwingt. Aber jetzt schwingt das so und wandelt ganze Zeit Energie um. Und so passiert das beim Schwingkreis. Magnetische Energie in elektrische Energie in dem elektrischen Feld, in dem magnetischen Feld von dem Kondensator. So, sehr schön. Und damit haben wir auch Zeit für ein kleines Kahoot-Quiz. Und da klicke ich mal drauf und hoffe mal, dass ich hier schon angemeldet bin. Und Spoiler Alert, das ist diesmal ein Quiz, was ich mir nicht ausgedacht habe selber, sondern das habe ich einfach so in diesem Internet gefunden mit 10 Fragen. Da sind nicht so schöne Bilder drin, wie wenn ich das gebaut hätte, aber die Fragen sind auf jeden Fall gut. Die habe ich gestern Abend getestet und für gut befunden. So, und jetzt muss hier nur noch die Internetverbindung irgendwie was machen. Aber Internet haben wir irgendwie. Ah ja, so. Es wird geladen und da gehe ich schon mal in den Vollbildmodus. Und klicke im klassischen Modus auf Start mit bis zu 100 SpielerInnen, die wir hier leider heute nicht so ganz erreichen werden, glaube ich.
So, und da ist die Spielpin und da ist auch der QR-Code. Und an der Stelle kann ich vielleicht kurz erklären, was es heute für Preise gibt. Ich mache mal für den Stream auf Vollbildansicht der Kamera. Also, es gibt heute zu gewinnen ein T-Shirt von MATLAB. Und zwar, es muss ganz unbedingt eine Dame gewinnen oder zumindest aufs Podium kommen, weil es ist eine Damen-M. Ich weiß nicht, ob die einem Mann passt. Ich habe mir nicht getraut, sie anzuziehen. Also mir würde sie bestimmt passen. Aber also es ist eine Damen-M. Ja, und vorne ist so, wie löst man ein Gleichungssystem in MATLAB drauf? Und hinten steht drauf, sprechen Sie MATLAB. Also ein super gutes, nerdiges Shirt. Dann gibt es als Preis von der einzelnen Firma Wirth Elektronik den PCB-Ruler und ich habe noch ein, ich weiß nicht, 4 GB, 8 GB, so viel ist da nicht drauf, aber immerhin ein USB-Stick vom VDE. So, und jetzt sind wir schon 20 Leute, 19 Leute, ungefähr so viel wie hier im Raum sind im Quiz, viel mehr werden es wahrscheinlich nicht werden. Wie gesagt, ich hoffe auf die Stärke der Damen heute. Und muss damit mal wieder auf meine Bildschirmfreigabe umschalten und klicke auf jeden Fall, da sind wir schon 22 Leute. Andi Macht ist dabei, der Puter, der Falke, Dieb, der Lötmeister, alle dabei. Kevin auch. Kevin in Klammern 9 Jahre. Und es geht los mit 10 Fragen zum Reihenschwingkreis. Und die erste Frage lautet, zu einem Schwingkreis gehören ganz unbedingt Widerstand und Spule, Spule und Kondensator oder Kondensator und Widerstand. So, und also wie am Anfang gesagt, wir brauchen diese zwei unterschiedlichen Speicherelemente. Und das sind Spule und Kondensator. Irgendwie einen Widerstand braucht man auch noch, aber der steckt da immer irgendwo drin in der Praxis. Also es sei denn, man baut das aus Supraleitern und kühlt das mit flüssigem Helium auf minus irgendwas. Also da sind alle schon mal auf jeden Fall ganz gut dabei. Und da setzt sich der Falke an die Spitze, gefolgt von dem Puter und dem, weiß nicht, was ist das? Achso, und übrigens an der Stelle muss ich natürlich noch, das darf ich nicht vergessen, so will es das Gesetz, meine Kahoot-Brille aufsetzen. Wir kommen zur zweiten Frage. Bei einem Reihenschwingkreis ist bei allen Bauteilen folgende Größe gleich. Ist es der Strom, ist es die Spannung, ist es der Widerstand oder ist es die Leistung? So, und das ist in einem Reihenschwingkreis. Natürlich möchte man sagen der Strom, weil wenn alle Elemente in Reihe geschaltet sind, das ist ja gerade die Definition der Reihenschaltung, dass dann der Strom gleich ist, das hat der Falke auch am schnellsten offensichtlich gewusst. Aber Kevin setzt sich hier an den zweiten Platz und verdrängt den Puter. Und wir kommen zur dritten Frage, die da lautet, der Blindwiderstand eines Kondensators, nimmt er der Frequenz zu oder ab? Und er nimmt natürlich ab, weil da steht ja in der Formel 1 durch J Omega C, wenn das Omega größer wird, wird der Blindwiderstand, also der Imaginärteil dieser Impedanz, der wird kleiner. Der nimmt ab. Und damit festigt hier der Falke seinen ersten Platz, aber der Puter klettert wieder auf den zweiten. Und das Symbol vom dritten habe ich jetzt so schnell nicht gesehen. Aber die nächste Frage ist, womit arbeitet so ein Schwingkreis? Das ist natürlich Wechselspannung. Ja, also bei Gleichspannung passiert da nicht so wahnsinnig viel. Da lädt man einmal den Kondensator auf und das war's dann.
Aber man, also man könnte natürlich im Prinzip den Kondensator einmal aufladen, die Gleichspannung abschalten, dann würde so ein Schwingkreis auch irgendwie schwingen. Aber schöner schwingt er auf jeden Fall mit Wechselspannung. So, oh, und damit setzt sich hier der Puter an die Spitze, gefolgt von dem Ring, sie zu knechten. Und dem Lötmeister ist aber alles noch ziemlich dicht beisammen hier auf dem Podium. Und wir kommen zur fünften Frage. Der Blindwiderstand einer Spule nimmt mit der Frequenz zu oder ab? Und das ist eine Frage, die man natürlich auch mit ein bisschen Quiz-Weißness beantworten könnte. Wenn das bei dem Kondensator vorher abgenommen hat, wird das jetzt wohl zunehmen. Ist auch so, Formel, ne? J Omega L, je mehr Omega, desto mehr Impedanz, desto mehr Blindwiderstand. Keine Änderung dementsprechend hier auf dem Podium zu verzeichnen. Wir gehen sofort über zur sechsten von 10 Fragen. Die Einzelspannung eines Reinschwingkreises. Verhalten sich proportional zum Strom, verhalten sich umgekehrt proportional zum Strom, verhalten sich umgekehrt proportional zur Spannung oder sind überall gleich? Schöne Frage. So, und ja, also die verhalten sich proportional zum Strom. Ja? Wenn ich mehr Strom habe, habe ich an allen Bauelementen auch einfach Z mal I mehr Spannung. Das andere ist irgendwie alles falsch. Also wenn wir einen Parallelschwingkreis hätten, dann wären die überall gleich, aber nicht im Reinschwingkreis. Da ist es der Strom. So, schauen wir mal. Also da setzt sich hier auf jeden Fall David auf den zweiten Platz. Ist da noch in Schlagdistanz zum Puter? Der Ring, sie zu knechten, fällt leider so ein bisschen ab. Schauen wir mal. Es sind ja noch 4 Fragen. Die siebte Frage lautet, der Scheinwiderstand eines Reinschwingkreises hat bei der Resonanzfrequenz ein Maximum oder ein Minimum? Das hat man vorhin ganz gut gesehen, habe ich auch am Anfang ausführlich erklärt. Interessant, dass doch sich der überwiegende Teil zur falschen Antwort hat hinreißen lassen. Ich werde jetzt nicht viel weiter dazu sagen, um nicht die Antwort der nächsten Frage zu spoilern, aber ja, also die Impedanz hat eben Minimum, ne? Weil bei tiefen Frequenzen, wie ich sage, da gewinnt der Kondensator, der blockt bei tiefen Frequenzen, bei hohen Frequenzen blockt die Impedanz, die Induktivität macht die Impedanz groß. Und dazwischen gibt es irgendwo ein Minimum. Und damit klettert der Ring und der Falke wieder aufs Podium, gefolgt vom Lötmeister und den 3 Fragezeichen. Und wir kommen zur 8. vorletzten Frage. Der Scheinwiderstand eines Parallelschwingkreises. Oh, der Scheinwiderstand eines Parallelschwingkreises, sehr gute Frage. Das ist hier die 1er Frage heute. Kann man aber auch mit ein bisschen Quiz-Weißness beantworten. Genau, da muss das ja genau umgekehrt sein. Also da ist das so, dass bei tiefen Frequenzen die Induktivität leitet. Ja, die ist bei tiefen Frequenzen wie so ein Kurzschluss. Da fließt dann einfach der gesamte Strom durch. Bei hohen Frequenzen ist das die Kapazität. Und dazwischen gibt es dann irgendwo so einen Bereich, wo, naja, die Induktivität leitet nicht mehr so richtig, der Kondensator leitet noch nicht so richtig und die heben sich auch gegenseitig so ein bisschen auf und dann gewinnt eben, dann dominiert einfach der Widerstand in dem Parallelschwingkreis und der ist im Normalfall relativ groß. So, oh, damit setzt sich der Ring an die Spitze und wir kommen zur vorletzten Frage. Der Strom bei einem Reinschwingkreis ist im Resonanzfall am größten, am kleinsten oder unabhängig von der Frequenz? Ich erwarte mindestens 90% richtige Antworten, weil das haben wir jetzt ungefähr 3-mal in irgendwelchen Diagrammen gesehen, mindestens, wenn das mal reicht. Und um ja nicht falsch zu liegen und hier mich nicht zu triggern, lassen sich Leute offensichtlich sehr viel Zeit für die Antwort, aber das gibt mir recht. Ja. Also der ist natürlich am größten, hat man gerade schon. Ne? Impedanz ist am kleinsten, dann ist der Strom am größten.
Das passt schon ganz gut. Oh, und damit setze ich, das ist ja ein ständiges Hin und Her. Der Falke wieder an die Spitze in Leadspeak und hat sich hier schon gute 200 Punkte Vorsprung erarbeitet. Ansonsten ist es hier alles noch sehr, 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 sehr dicht beisammen. Und Carsten hat auch gerade ein Comeback hingelegt. Er scheint ja aber noch nicht im Podium. Wir kommen zur letzten Frage. Das Verhältnis aus Spannungsüberhöhung und Einzelspannung nennt man auch. Ja, das ist was, was wir, also diesen Begriff Spannungsüberhöhung noch nicht so richtig geklärt haben. Aber die anderen Sachen, die da sind, kann man zumindest per Ausschlussverfahren jetzt so ein bisschen ausschließen eben. Und dann bleibt eine richtige Antwort über. Und das ist die Güte, genau. So, und damit gibt es ein Podium. Und zwar auf dem dritten Platz. Applaus für Kevin. 9 Jahre. Auf dem zweiten Platz ist Carsten. Oh, und jetzt ist natürlich die Frage, ob wir auf dem ersten Platz eine Dame haben. Den Lötmeister. Klingt jetzt nicht direkt danach. So. Jetzt ist die Frage, ich sag mal so, merkt euch das, wir verleihen die Preise danach, würde ich sagen. Wir könnten an dieser Stelle noch das obligatorische, jemand was gegen ein Selfie? Ich mach mal ein Selfie. Der Hörsaal ist leider nicht so voll. Fantastisch. So, naja, gut. Wir merken uns das. Ich mache mal hier aus. Und gehe mal aus dem Vollbildmodus wieder raus. Und klicke zurück zu meinen Folien. So, wir können jetzt mal, ihr könnt jetzt mal selber noch kurz was rechnen. Nämlich relativ schnell von einem Reinschwingkreis sind folgende Parameter bekannt. Ne, wir haben diesen Widerstand gerade schon gesehen. Ich habe dir jetzt mal die 77 Ohm mal auf 80 Ohm gerundet. 10 Millihenry als Induktivität, 100 Nanofarad als Kapazität. Und die Frage ist mal, wie groß ist die Resonanzfrequenz? Wie groß ist die Güte? Wie groß ist die relative absolute Bandbreite und wie groß ist der Strom im Resonanzfall? Und ihr könnt ja mal kurz rechnen, in der Zeit baue ich hier schon mal ein ganz bisschen was noch von meinem Experiment auf und dann können wir uns das noch rasch anschauen.
So, hat denn schon irgendjemand mal irgendwie ein Ergebnis? Ruf mal was rein. Sag mal. Genau, also das ist so das, was wir vorhin auch schon mal gesehen haben. Das sollten 5 Kilohertz sein. So, dann ist die nächste Frage, wie groß ist die Güte? So, roundabout. Ja, also ich schreibe mal 4 hin, ja, so, also so ungefähr 4. Also ist nicht sonderlich toll, aber geht irgendwie gerade so. Also hat man ja auch gesehen, ne, das ist ja jetzt schon mit den Zahlenwerten gerechnet, die hier auch in dem Dings hier irgendwie waren. So doll ist das nicht. So, was kommt dann für die absolute und relative Bandbreite raus? Also B relativ, ne, kann man dann irgendwie relativ schnell rechnen, auch ist irgendwie ein Viertel. So, und die absolute Bandbreite. Naja, ein Viertel, also wenn die relative Bandbreite, die absolute Bandbreite bezogen auf die Resonanzfrequenz ist, dann muss ja das hier sein. Relative Bandbreite mal Resonanzfrequenz. Ein Viertel von 5 Kilohertz sind sowas wie 1,25 Kilohertz. Ja, so in dem Bereich sollte sich das ungefähr abspielen. So, und den Strom im Resonanzfall, das I Max, wie groß ist das? Ach so, hier fehlt mal natürlich noch eine Quellspannung, stelle ich an der Stelle fest. Aber wenn wir das wieder mit dem 1 Volt von vorhin rechnen, dann kommen da eben ja, so 12 Milliampere oder sowas raus. Also das ist meine Aufgabe, stelle ich fest, nicht so ganz eindeutig, aber egal. So, es hat sich auch keiner beschwert. Was wir jetzt mal machen können, was ja mal ganz witzig ist. Fragen mal ChatGPT. Oh, we ran into an issue with signing you in. Go back. Ah ja, okay. Anmelden. Wahrscheinlich, weil ich vorhin nicht schnell genug weitergeklickt habe. So, wobei kann ich dir heute helfen? Ja, erzähl mir doch mal, wie groß ist die Resonanzfrequenz FR? So, und ich mache es mal ein bisschen größer, dass man das vielleicht auch lesen kann. So, also sagt hier so und so, ich setze mal die Werte ein, setze die Werte ein in die Formel. Ah, dann stellt man fest, dass, also Einheiten kann es nicht, ne? Henry und Farad, in der nächsten Stelle ist es dann irgendwie einheitenlos, einheitenlos, einheiten, oh, und dann kommt auch noch was Falsches bei raus. 15, Dings ist definitiv falsch, vermutlich weil es sich irgendwo mit der Wurzel, mit den 2 Pi, jetzt müsste man das mal Schritt für Schritt nachvollziehen. Naja, so, gucken wir mal, ob es hier besser wird. Wie groß ist die Güte Q? Setz immer in die richtige Formel an, setz das da mal auch ein. Hier passt das natürlich mit den Einheiten schon irgendwie, weil das Q ist am Ende einheitenlos, kommen diese 3,9 raus. Ne? Also ungefähr 4, das passt. So, dann fragen wir mal noch nach der Bandbreite. BR und BF. Mal gucken, jetzt muss es natürlich eigentlich entweder den Fehler von vorhin wiederholen. Genau, jetzt setzt es einfach die falschen Werte wieder ein. Dann kommt natürlich, also prinzipiell von der Formel her das Richtige raus, aber trotzdem irgendwie das Falsche. Aber hier kommen 25% raus oder ein Viertel, das passt eigentlich dann schon relativ gut. Jetzt können wir als letztes noch fragen, die Frage, die eigentlich nicht lösbar ist, weil die Spannung fehlt. Wie groß ist der Strom im Resonanzfall? Das war hier falsch.
Wie groß ist der Strom I max im Resonanzfall? So, und dann können wir mal gucken, dann, ja, wenn ich die Spannung kennen würde, dann könnte man es doch ausrechnen. Und dann kommen da U durch 80 Ohm raus, das passt schon ungefähr. Okay, also, tja, das ist jetzt, war jetzt 4O, das ist jetzt diese neue tolle Version. Ich weiß nicht, wenn man das jetzt mit ChatGPT 4 rechnen würde, wäre es wahrscheinlich besser, weil das, glaube ich, besser Zahlen rechnen kann. Das schreibt dann einfach einen Python-Code und verdödelt sich hier nicht so in dieser Zahlenherleitung. Okay, egal. So, wir können zu einem kleinen Experiment kommen. Und für das kleine Experiment brauche ich mein Kamerafensterchen. Das ist hier. So, und also ich habe hier eine Platine, wo einfach ein paar Kondensatoren drauf sind, weil die nicht geordnet sind. Der Kondensator hier, dieser kleine, der hier steckt, das ist ein, sollte ein 100 Nanofarad Kondensator sein. Und hier sind Widerstände, die habe ich mal oben drauf geschrieben, da habe ich gerade schon einen rausgeholt. Das sind 47 Ohm. 47 Ohm kann man hier, wie das so üblich ist, in so einer Tabelle nachlesen. Das sollte hier oben irgendwo stehen. Das ist gelb, lila und schwarz. Gelb, lila und schwarz. Und naja, wenn man jetzt hier eine gute Augen hat und eine gute Kamera und so, könnte man hier vielleicht erkennen, dass das gelb, lila und schwarz ist. Auf jeden Fall habe ich davon einen jetzt genommen. Nehme mal hier mein berühmtes Leatherman-Tool, um hier die Beinchen so ein bisschen ordentlich umzuknicken. Und stecke das dann schon mal auf eine Platine. So sieht das doch ganz gut aus. Und jetzt habe ich mir noch ein neues Steckbrett mitgebracht, wo ich diese ganzen Bauelemente drauf bekomme. Also hier haben wir den Widerstand. Dann folgt der Kondensator. Ja, also wir haben Widerstand, Kondensator. Jetzt brauchen wir noch eine Spule. Die Spulen habe ich hier auf einem anderen Brettchen zu stecken. Das muss ich mal hier so rausnehmen. Hier sind die ganzen Spulen drauf. Die sind zum Glück irgendwie durchnummeriert oder vernünftig beschriftet. Dann nehme ich diese hier hinten. Da sieht man, da steht nur 103 drauf. Jetzt kann man wieder auf die Packung hier gucken und stellt fest, die Spule mit der Nummer 103, das ist die hat 10 Millihenry. So, und die stecke ich jetzt hier auch noch auf mein Steckbrettchen drauf. So, und dann habe ich hier ein wunderschönes Messinstrument, ein Analog Discovery 2 von Digiland und habe dann noch eine kleine Erweiterungsplatine hier, die hier zu sehen ist. Da steht drauf, wenn die Kamera fokussieren würde, könnte man das auch lesen, ein Impedance Analyzer, ein Impedanzanalysator. So, und den stecke ich jetzt hier mal so ran mit diesem 20-poligen Stecker und dann braucht er noch einen USB-Anschluss an meinem Rechner und von denen hat man nie genug. Deswegen muss ich jetzt mal meine Maus rausziehen, da macht schon mal Bing Bing und dann muss ich diesen Analog Discovery 2 reinstecken, dann macht es wieder Bing Bing. So, und jetzt kann ich ja mal mit dem im Prinzip diese Impedanzen einzeln messen. Und habe jetzt dafür hier zwei Käbelchen, mit denen ich hier an so andere Kontakte rangehen kann. Und ich schließe die jetzt mal nur da an, wo der Widerstand ist. Na. So, also da ist das nur an den Widerstand angeschlossen. Ja. Sieht man eigentlich ganz schön. So, jetzt brauche ich die passende Software dazu, die heißt Waveforms. Und mache die mal auf und gucken. Oh, mein Computer ist auch ganz gut warm schon. So, da hat er das Instrument auch schon gefunden. Jetzt gehe ich in diesen Impedance-Modus, mache das hier mal groß.
Und jetzt können wir mal nur von diesem Widerstand die Impedanz messen. Was sollte man jetzt erwarten als Kurve über der Frequenz? Ich habe jetzt hier eingestellt, ich stelle mal ein, so wie wir gerade hatten, von 100 Hertz bis 100 Kilohertz. Frequenzabhängige Impedanz von einem Widerstand sollte wie aussehen? Einfach eine gerade Linie. Ja? Sollte sich nicht, also, und ein Phasenwinkel von 0. Also können wir mal messen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Achso, weil ich nichts angeklickt habe. Aber hier. Also hier sind die ungefähr 47 Ohm. Und ich kann ja nochmal durchlaufen lassen, dann skaliert das vielleicht ein bisschen schöner. Genau. Also hier sieht man 47 Ohm von dem Widerstand, 0 Grad Phasenwinkel. Genauso wie man sich das so vorstellen würde. Okay, so, dann switche ich mal um und stecke mal die Messkabel jetzt dahin, wo der Kondensator angeschlossen ist, an dieser Stelle hier. Ja, jetzt messen wir nur die nur die Impedanz des Kondensators. Wenn ich jetzt wieder auf Run klicke, wie sollte das aussehen? Ruft mal was rein. Was sollte man jetzt sehen? 1 durch J Omega C. Desto größer die Frequenz, desto kleiner sollte das werden. Die Kurve sollte runtergehen und der Phasenwinkel der Impedanz sollte wo liegen? Bei minus 90 Grad. Ja, also ich, so ein bisschen, oh, ist ja wieder sehr schwer, heute hier irgendwelche Interaktionen herauszukitzeln. So, und was sehen wir? Naja, klar, die Impedanz nimmt ab. Ja, und der Phasenwinkel ist bei minus 90 Grad, zumindest so in dem Frequenzbereich, wo es uns interessiert. Und irgendwann hier hinten wird die Impedanz so klein, dass es wahrscheinlich ein bisschen schwierig wird, den Phasenwinkel zu messen. Aber passt schon so in etwa. Ne? So, jetzt können wir noch das Letzte machen. Jetzt können wir noch die Spannung oder das letzte Einzelelement, wir können die Impedanz von dem von der Spule messen. Also stecke ich das mal so um, dass wir hier die Impedanz oder dass die Käbelchen angeschlossen sind an der Spule. So, wenn ich jetzt auf Single drücke, wie sollte das aussehen? Sollte ansteigen und der Phasenwinkel sollte wo liegen? Bei plus 90 Grad. Also probieren wir es mal aus. Okay, so, dann sieht man schon, Impedanz, naja, steigt an. Am Anfang ist die noch so ein bisschen konstant und der Phasenwinkel geht dann erst gegen 90 Grad. Warum ist das hier vorne, warum ist hier der Phasenwinkel eher 0 Grad und der Widerstand, die Impedanz eher konstant? Naja, weil sich erst das Magnetfeld aufbauen muss, aber ich meine, rein prinzipiell, ich hab ja schon eine Spannung, die sich ändert mit 100 Hertz. Trotzdem habe ich auch nicht so viel Magnetfeld. Und wenn ich jetzt mal, ich kann ja mal zu noch tieferen Frequenzen gehen. Ich gehe mal zu 10 Hertz und klicke mal nochmal auf Single. Dann sieht man schon, dass die Messung jetzt auch länger dauert, weil tiefere Frequenz heißt längere Periodendauer. Heißt, es dauert jetzt einfach irgendwie alles länger, bis hier was passiert. Und dann sieht man, dass jetzt da ist nichts mit ansteigender Impedanz, die bleibt erstmal konstant, konstant, konstant. Und jetzt fängt die vielleicht so langsam an anzusteigen und jetzt geht auch der Phasenwinkel eher gegen 90 Grad. Aber davor ist der Phasenwinkel eher bei 0 und die Impedanz ist konstant. Warum ist das so? Durch den Widerstand, also die Spule, ja, die ist natürlich aus Draht gewickelt. Und das ist ziemlich viel, ziemlich dünner Draht, um auf diese doch vergleichsweise hohe Induktivität zu kommen von den 10 Millihenry. Und der Draht hat einfach einen Widerstand. Das ist das, was ich am Anfang meinte. So, und jetzt können wir als Letztes natürlich das so machen. Wobei ich noch ein zweites Experiment, aber das werde ich heute nicht mehr schaffen. Das können wir nächste Woche machen. Also jetzt habe ich das so angeschlossen, dass wir einfach die Gesamtimpedanz von diesem Schwingkreis messen. Ja?
Und wenn ich jetzt auf Single drücke, ich gehe mal zurück auf die, damit das nicht so lange dauert, ich gehe mal auf die 100 Hertz zurück. So, was sollte jetzt passieren? Was sollte ich sehen? Genau, es geht runter, wir haben Minimum und dann geht es auch wieder hoch. Ja, weil wir haben ausgerechnet, jetzt mit den Werten, Resonanzstelle ungefähr bei 5 Kilohertz. Und ich klicke mal auf Single, also Impedanz fällt ab, weil am Anfang dominiert der Kondensator. Jetzt haben wir das Minimum von diesem Widerstand und jetzt steigt die Kurve wieder an. Ja, und der Phasenwinkel geht von minus 90 Grad über 0 Grad zu plus 90 Grad. Ich mache mal kurz einen Screenshot. Ja, und wenn ich jetzt nochmal einfach in mein Octave zurückgehe und mal log, hier hatten wir ja so diesen gleichen Frequenzbereich und jetzt einfach den Betrag der Impedanz nehme, dann ist hier das entsprechende Bild und jetzt mache ich mal noch ein zweites, eine zweite Figur auf, Figur 2 und mache mal in die zweite Figur Semi-Log X von der Frequenz und dem Phasenwinkel der Impedanz. Und den Phasenwinkel rechne ich mal noch mal 180 durch Pi, um den von Radiant in Gradmaß, vom Bogenmaß in Gradmaß umzurechnen. Und dann sollte da noch irgendwo eine zweite Abbildung aufgetaucht sein, nämlich diese hier. Ja, und jetzt könnte ich da noch ein Gitternetz reinbauen und so, aber das spare ich mir jetzt mal. So, und ziehe mal das hier rüber auf die Seite und auf die andere Seite packe ich jetzt das hier oben hin und die andere, das andere Diagramm da unten hin, nehmen die dieses hier. So, und dann sieht man, dass das erstaunlich gut doch mal wieder funktioniert. Also wir haben jetzt Impedanz von dem Reinschwingkreis simuliert, berechnet in Octave und gemessen mit diesem wunderschönen Analog Discovery 2 Impedance Analyzer hier. Und sieh da, es ergibt sich eine ganz wunderbare Übereinstimmung. Und was wir dann am Anfang nächster Woche mal noch machen könnten, ist ein zweites Experiment. Ich habe mal hier noch ein Oszilloskop mitgebracht und mit dem Oszilloskop können wir mal den gleichen reinspielen. Ich lasse den jetzt einfach so aufgebaut, packe den so, wie er ist, in eine Kiste, dann kann ich den beim nächsten Mal einfach wieder rausnehmen. Kleiner Cliffhanger, stay tuned und dann können wir mal mit dem noch praktisch also Spannung draufgeben, weil der hat auch einen eingebauten Signalgenerator, wie man hier sehen kann, AVG und Arbitrary Waveform Generator können Spannung draufgeben und können da mal mit den anderen Kanälen messen, was kommt denn so nur an dem Widerstand an, nur an dem Kondensator an, nur an der Spule an, um uns mal diese einzelnen Verläufe dann anzuschauen. So, dafür würde ich aber einfach auf nächste Woche verweisen. Vielen Dank fürs Dabeisein und ciao, ciao.